Ich freue mich ja heute ganz besonders auf die Sendung, denn ich als alte Ostbirne freue mich natürlich, morgen jährt sich zum 24. Mal am 9. November der Tag des Mauerfalls. Und zu diesem Thema habe ich tolle Gäste eingeladen. Natürlich Gäste aus Ost und West, aber noch mehr freue ich mich darüber, dass mir jetzt Menschen zusehen aus Ost und West und Süd und Nord, wie ich heute auch erfahren habe im Publikum. Dennoch ranken sich natürlich um dieses Ereignis ganz viele interessante Geschichten und ein Teil davon werden mir heute erzählt. Er war im Osten der erfolgreichste Moderator in den 80ern. Im Westen ist ihm das in den 90ern wieder gelungen. Wolfgang Lippert. Rüdiger Freiherr von Fritsch erzählt von seinem Versuch, wie er seinen Cousin in den Westen holte. Die wichtigsten Staatsmänner zu Tisch. Wir gehen auf kulinarische Reise mit dem Gastrochef des Palastes der Republik, Roland Albrecht. Die Zwillinge Conny und Uli wurden nach der Geburt getrennt. Erst nach dem Mauerfall erfuhren beide voneinander. Und zu Gast die Kultband Karat. Ihr Song über sieben Brücken war ein Hit in Ost und West und wurde später zu einer Hymne der Einheit. Und jetzt begrüße ich meinen ersten Gast, der fast ein Berufsverbot zu Ostzeiten riskiert hätte, nur weil er mit dem großen Frank Elstner gemeinsam im Westfernsehen auftreten wollte. Herzlich willkommen, Wolfgang Lippert. Ladies first. Okay. Geht nicht. Eigentlich vielen Dank. Eigentlich sagt man immer Ladies first bei solchen Situationen. Aber wir müssen uns ja einfädeln. Diesmal war James last. Okay, ich habe dich angeschmiert übrigens mit meiner Schminke. Ich lasse mich von dir sowas von gerne anschmieren. Ich mich auch. Jetzt schmiere ich dich erstmal an. Okay, nee, dann mach. Quatsch. Frank Elstner, was war passiert? Warum bist du 1988 in den Westen gereist oder durftest dahin reisen, um bei Frank Elstner im kapitalistischen Westfernsehen aufzutreten? Also eines Tages klingelte mein Telefon und dass ein Telefon klingelte, war schon besonders damals. Dass du überhaupt ein Telefon hattest. Da sagte jemand, guten Tag, mein Name ist Frank Elstner. Und jetzt habe ich gedacht, da will mich jemand veräppeln von meinen Kollegen und habe gesagt, ja, guten Tag, hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? Und daraufhin sagte der etwas pikiert, ich heiße wirklich Frank Elstner, rufe aus Luxemburg an und würde Sie gerne in meine Sendung Nase vorn einladen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ist Ihnen entgangen, dass die damals da so ein Ding hingestellt haben, so ein etwas höheres, wo man da nicht so richtig rüber kann? Doch, sagte er, aber ich denke mal, dass Sie als verdienter Künstler des Volkes vielleicht in den Westen reisen dürfen. Durfte ich nicht zu diesem Zeitpunkt und habe aber gesagt, ich werde versuchen zu kommen. Es war an einem Samstag und ich habe mir ein Visum besorgt, das ging damals schon für Künstler, um einen Theaterbesuch in West-Berlin zu machen. Mhm. Also ein Wochenendvisum sozusagen, um auszureisen, um mir ein paar Theaterstücke anzugucken, denn ZDF hätten die damals nie genehmigt, weil da war der Sender, wo Löwenthal auftrat und so sonst was. Ja. Und bin dann heimlich, solange man beim Fernsehen von heimlich reden kann, irgendwo geht der Bildschirm auf, bei Frank Elstner gewesen. Und das war wirklich sehr interessant. Er hat mich angekündigt, hat gesagt, Frank Elstner ist ja immer so ein bisschen staatstragend und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun einen Kollegen von mir ankündigen. Und ich habe so hinter der Bühne gestanden und habe gedacht, kack, da ist das Bild. Mhm. Ja, ich bin der Kollege von Frank Elstner. Wow, Alter. Hey, nicht schlecht. Und aber sag mal, hast du wirklich nicht gedacht, ich meine, 18 Millionen haben da ungefähr 18 Millionen Menschen haben das gesehen. Dass nicht Honny vielleicht auch Westfernsehen hat? Ja, so war das dann. Also am Montag, also ich bin dann, hab da übernachtet. Meine Aufgabe war, ein Nasenhörnchen zu versteigern. Für 1500 Mark habe ich das damals gemacht und so. Und es war wirklich so, dass wir fast wie Propheten waren. Weil die Wende war zwar irgendwo im Anmarsch und es war in den Köpfen der Menschen, aber so richtig wusste niemand, wohin geht die Reise eigentlich. Mhm. Und Frank Elstner sagte dann, dass es doch schön ist, wenn man sich freuen kann als
Nachbar, wenn die Früchte über den Zaun hängen? Also er meinte mich praktisch, der hängt da gerade über den Zaun als Frucht. Also das Bild fand ich einfach schön. Und Montag bist du dann wieder. Und am Montag bin ich wieder zurück, war wieder zu Hause und da klingelt wieder mein Telefon. Da war aber nicht Frank Elstner dran, sondern ein Mann, der mich nur anbrüllte irgendwie. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, fast eine Minute mich angebrüllt einfach nur. Und dann habe ich mir irgendwie ein Herz gefasst und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich bin jetzt so und so viel 30 Jahre alt. Das gehört sich nicht, dass man einen so anbrüllt. Wer ist denn da? Dann hat er gesagt, hier ist Heinz Adamek, das war unser Fernsehchef damals. Ja. Und hat gesagt, um 14 Uhr sind Sie in meinem Büro. Zack, war der Hörer aufgelegt. Und da bin ich da angetanzt und da gab es eben Tribunal und richtig Ärger. Richtig Ärger. Aber du hattest keinen Berufsverbot bekommen? Aber es war bekommen. Passiert. Ich hab Na, wie hast du dich denn gerechtfertigt? Hast du gesagt, ach, du hast Lust gehabt? Ich habe gedacht, es wird langsam... Ich habe zu ihm damals gesagt, in so einem Zweiergespräch, dass ich finde, dass es langsam Zeit wird, dass Menschen aus unserem Teil mal in dieses andere Teil da wenigstens mal reisen dürfen. Es Zumal die Zeit. Pudis das ja vorher nur auch schon gemacht haben. Es gab ja viele Bands, die auch schon Westauftritte hatten. Silly hat schon Alben produziert in West-Berlin. Richtig. Also war es ja jetzt nicht der allererste, der mal diese Bitte geäußert hätte. Es gab viele Künstler, die schon in den Westen reisten, regelmäßig sogar, genannte Personen, vielleicht Frank Schöbel und andere Leute noch. Und, aber Moderation war immer so ein bisschen kitzelige Sache. Also ein Lied hat einen Anfang und einen Schluss und hat einen Text, den man ist vorher kennt. Wenn aber jemand moderiert, dann kann der natürlich auch irgendwie andere Sachen sagen. Mhm. Und ich war ja dann auch später bei 3 nach 9 und das war irgendwie immer irgendwie eine ziemlich kitzlige Angelegenheit. Bei aber 3 das war nach der Anfang. 9 warst du, glaube ich, rund um den Mauerfall, wirklich 89. Genau. Also dann war ja irgendwie das Eis gebrochen. Ja. Der damalige Kulturminister. Also man hat es dir verziehen. Man hat es mir verziehen irgendwo und es waren andere Dinge auch wirklich viel wichtiger plötzlich. Also da gab es diverse andere Sorgen. Also Lippert fiel da nicht mehr so auf mit seinem Husarenstreich irgendwie. Und ich war dann, also kurz vor dem 9. November in Bremen, bei Radio Bremen, und habe sozusagen dort die Wende erlebt. Und das war natürlich irgendwie schon ganz schön besonders für einen DDR-Jungen irgendwie in Bremen zu sein. Und das passierte folgendermaßen. Wir hatten eine Redaktionssitzung für eine Talkshow 3 nach 9, die an dem nachfolgenden Abend stattfinden sollte. Und die haben wir in der Kneipe gemacht. Damals war Fernsehen noch sehr gemütlich. Und da saßen wir alle so und haben gesagt, wann machen wir morgen? Alles klar. Und, mit Giovanni Di Lorenzo und dann Juliane Bartels lebte damals noch, eine wunderbare Frau. Jedenfalls steckt ein Zettel in meinem Schlüsselfach. Also damals gab es noch so einen richtigen Schlüssel, mit so einem Knauf dran und so. Da steckt ein Zettel drin, lieber Lippi, egal wann du kommst, ruf uns an, die Mauer ist weg. Ich lese den Zettel und denke, wie Mauer weg, wie denn weg jetzt? Und in dem Moment, wo ich so gerade fertig gelesen habe, tippt mir Giovanni auf die Schulter mit einer Flasche Sekt in der Hand. Und die waren schon einigermaßen, da ist er, die waren schon einigermaßen beseelt vor Freude, hatten Tränen in den Augen, weil wir guckten dann sofort Fernsehen, wie alle Menschen, die ganze Nation hat das gemacht. Die ganze Nation hat übrigens auch versucht, sich anzurufen zu diesem Zeitpunkt. Das ging natürlich überhaupt nicht. Warst du traurig, dass du nicht in dem Moment, in dem Geschichtsmoment zu Hause warst? Ja, ich war sehr traurig. Es war beides. Also es war irgendwie verrückt. Und jetzt kommt's. Wir haben erstmal angestoßen. Und so und haben gesagt, pass auf, wir machen 3 nach 9, weil wir so Fernseh-Vollblut-Menschen irgendwie sind. Wir machen 3 nach 9 morgen von der Mauer aus Berlin. Geile Idee, sagt Giovanni. Ich sage, na ja klar, da müssen wir unseren Intendanten anrufen. Dann haben wir nachts um 2:30 unseren Intendanten angerufen. Was heißt unser Intendant? Von Radio Bremen. Von Radio Bremen. Ja, weil der sollte entscheiden, dass wir 3 nach 9 von der Mauer, auf der Mauer sitzend uns die Leute interviewen. So haben wir uns das gedacht. Tolle Idee. Haben immer zwischendurch nochmal angestoßen, uns Mut angetrunken. Ich hatte als erstes den am Telefon und habe gesagt, guten Tag, Wolfgang Lippert hier. Also hat er gesagt, wissen Sie nicht, wie spät es ist? Sag ich, natürlich weiß ich das, aber es ist was ganz Großartiges passiert. Die Mauer ist offen. Und dann riss mir Giovanni schon den Hörer aus der Hand und sagte, hören Sie mal zu, Sie liegen ja mit einer Zipfelmütze im Bett und hier passiert Weltgeschichte. Und dann ich wieder den Hörer zurück, das hat er nicht so gemeint, habe ich dann gesagt, bleiben Sie bitte dran. Und dann habe ich gesagt, Giovanni wieder, halt, gib her und so, also ging immer so hin und her. Dann habe ich gesagt, wir haben uns überlegt, wir möchten morgen 3 nach 9 von der Mauer machen, aus Berlin, da wo alle sind, CNN, die ganzen Großen und so, geht das? Giovanni wieder, also hören Sie mal zu, wenn Sie das nicht gestatten, dann haben Sie echt was versemmelt oder Italiener, ja, so. Und irgendwann sagte er möchte mich bitte nochmal sprechen. Und der Hörer ging wieder zurück an mich und dann sagte der zu mir, Herr Lippert, weil er dachte, das ist vielleicht ein bisschen vernünftiger. Wenn Sie weiterhin vorhaben, für uns zu arbeiten, das gilt auch für Herrn Lorenzo, dann sollten Sie mich jetzt bitte schlafen lassen. So. Tja.
rekapituliere noch mal kurz, du durftest schon vor dem Fall der Mauer für Radio Bremen Sendung moderieren. Hast das auch schon sehr erfolgreich getan. Ja, wie hast du das hier geschafft? Sag mal. Naja, es war eben so, dass die, es ging dann irgendwann nicht mehr. Es gab damals einen Kulturminister, Dr. Hans-Joachim Hoffmann, der sehr innovativ, würde man heute sagen, war, der dann auch deswegen von seinem Dienst suspendiert wurde, irgendwann aus gesundheitlichen Gründen, wie man so schön sagte dann. Und der war sicherlich ein bisschen beteiligt daran, dass ich dahin fahren durfte. Also ich glaube eher, die hatten doch Angst, dass du abhaust wie Biermann, Krug und so. Ich glaube, man hat, die Taktik war dann eine andere. Man hat sich gesagt, lass dich lieber ein bisschen hin und her fahren und so, dann ist alles in Ordnung. Das waren komplizierte Situation, wenn man so als Paradiesvogel etwas überfliegen darf, einen Zaun überfliegen darf, den andere nicht überfliegen dürfen, die aber deine Fans sind, deine Verwandten sind, deine Freunde sind und du kommst wieder zurück. Also ich habe es natürlich gemacht, aber es hatte auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen, es hatte immer irgendwas Doofes und so, aber ich habe es eben trotzdem getan. Und interessant war, dass ich war da drüben, also drüben, damals drüben, ein Exot, weil die gedacht haben, guck mal an, der hat keine Haare im Gesicht, das ist ja toll, kann zusammenhängende Sätze reden, ist ja erstaunlich, also ist ja richtig irre. Und dann weiß ich noch, da hat mich dann so ein zynischer Moderator gefragt in einer Talkshow, da ging es um den geregelten Katalysator. Damit konnten wir natürlich überhaupt nicht anfangen, das wusste der natürlich auch, der Kerl. Wir sind gerade mit zwei Takten klar. Richtig, genau so. Und dann sagt der Hellebart, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich zu diesem geregelten Katalysator? Wie ist das bei Ihnen da in der DDR? Wie machen Sie das da so? Und da habe ich gesagt, da habe ich so gedacht, so ein Idiot, am liebsten würdest du ihm eine runterhauen, macht man aber nicht im Fernsehen. Und habe dann gesagt, wissen Sie, wir haben bei uns, also wenn ich wütend bin, habe ich immer Ideen. Ja. Wissen Sie, wir haben bei uns den Zweitakter. Und da lachten natürlich schon alle. Da habe ich gesagt, im Gegensatz zum Viertakter haben wir pro Auto immer zwei Takte übrig. Und daraus machen wir Sinfonien, Musik, schöne Sachen. Toll, Mann. Und da war ich raus aus der Sache. Hallo Trainer. Tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Das ist alles schön. Wie du aussiehst wieder. Wie du wieder aussiehst. Wie du so viele süße Anekdoten schreibst du auch in deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja. Bekenntnisse. Ja, Lippi-Bekenntnisse heißt das. Ach, darf man das hier sagen? Ja, natürlich darf man das hier sagen. Ich hab ein Buch, hey. Und da stehen so viele tolle Geschichten drin. Ja. Also wer wissen will, warum du in einer Sendung das Wort Fleisch und Urlaub nicht sagen durftest, man, muss es lesen. Wer wissen will, wie das mit der Zange in deiner Hosentasche das den Baum macht. Das war auch sehr interessant. Du, haben wir leider keine Zeit. Nee, schaffen wir nicht. Aber gerne lesen. Und du bist jetzt auch weiterhin natürlich mein Gast. Wir können mal so Long-Version machen hier von deiner Mucke. Du siehst, wir werden hier auch noch richtig schön speisen. Ich musste mal für eine Zeitung hintereinander, ich sag deswegen musste, durfte, musste. Es war so eine Mischung aus musste und durfte. Alle DDR-Produkte, ehemalige DDR-Produkte hintereinander essen für einen Fototermin. Und danach war mir so schlecht. Ich habe Angst, dass mir heute wieder schlecht ist. Du musst ja nicht alles essen. Du musst ja, vielleicht isst du nur den kalten Hund. Also oder? Ich kann mich an den kalten Hund erinnern. Meine Mutter machte den toll. Eierlikör, den machte man damals aus Primasprit. Aber den gab es auch im Westen, wa? Eiern. Das gab's im Westen gab es den hier von, ach so, habt ihr abgeklebt, nein, also abgeklebt. Das hieß Verporten früher. Und, selbstverständlich. Wir kosten jetzt mal einen. Sag mal, ich wollte das nachher erst machen. Ach so, nein, komm, ich dachte, wir trinken uns jetzt ein bisschen Mut an. Wir trinken jetzt schon mal einen. Weißt du? Ja, wir haben ja genug Becher. Ich schüttel vorher, das ist auch Pass ganz wichtig. Auf, und man muss den Deckel vorm Schütteln zumachen. Mach bitte das ist den wichtig. Deckel zu. Okay, gut. Also? Was hast du von Leuten damals gehalten, die abgehauen sind? Jeder Mensch hat die Entscheidung, freie Entscheidung über sein Leben. Und ich habe das wohl verstanden, dass Leute gegangen sind. Es hatte nur immer eine tiefe Traurigkeit für die, die zu Hause geblieben sind. Also wenn Künstler wie Manfred Krug wegging oder wie Biermann und viele andere Leute, die uns, also die wir nicht mehr hatten, die wir geliebt haben, die wir gebraucht haben, die unsere, die wir in unseren Filmen bewundert haben und so, dann hatte das eine tiefe Traurigkeit. War das für dich mal eine Option, wegzubleiben? Ja, ich habe auch mal darüber nachgedacht. Natürlich öfter darüber nachgedacht, immer dann, wenn also die Schranke wieder hinter mir zuging, dass man hätte vielleicht doch lieber bleiben sollen. Ich habe es einfach aus rein privaten Gründen, meine Eltern, meine Familie und so, einfach aus rein privaten Gründen nicht fertig gemacht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Leute verstehen kann, die gegangen sind und viel auf sich genommen haben. Meinen Hut ziehe ich vor denen. Auf den 9. November. Und die vielen mutigen Menschen, die diesen Mauerfall überhaupt möglich gemacht haben. Wollen wir nicht vergessen? Dürfen Sie auch was? So, Prost. Prost. Oh. Mann, ist das lecker. Wenn ich Alkohol getrunken habe, wäre ich immer so ordinär. Ich freue mich. Hier ist ein Sketch von Hallervorden. Ja.
Wir kommen jetzt zu einem wahren Politkrimi, denn mein nächster Gast hat seinen Cousin damals zu Mauerzeiten aus dem Osten gerettet. Und das ging nicht ohne Komplikationen von sich. Er wird davon erzählen, jetzt bei mir auf der Couch. Herzlich willkommen, Rüdiger Freiherr von Fritsch. Von Fritsch reicht? Reicht doch völlig. Von Fritsch reicht. Wenn man schon eine Freiheit, also wenn ich eine Freifrau wäre, ich fände, ich würde darauf bestehen, dass mich jeder so nennt. Ja. Könnte ich nichts von kaufen. Kann Warum die Leute da bitte so lachen, frage ich mich. Ich bin ledig, das kann alles noch werden. Jetzt aber zu einem ernsteren Thema. Mit 19 Jahren haben Sie beschlossen, Ihren Cousin aus der DDR, aus der ehemaligen, rüberzuholen in den Westen. Wie kam es dazu? Meine Familie war, wie viele deutsche Familien, durch die deutsche Teilung getrennt. Aber auf beiden Seiten haben unsere Familien immer dafür gesorgt, dass wir den Kontakt hielten und uns auch kannten. Hm. Ich hatte gleichaltrige Vettern und Cousinen in der DDR und bin, als ich 16 war, mal im Sommer eben nicht nach Österreich oder an die holländische Küste, sondern nach Thüringen gefahren. Daher kannte ich meinen Vetter, der wenig unwesentlich jünger ist als ich. Und als ich 19 war, gerade mein Abi hatte, und er eben entsprechend noch eine Klasse in der Schule in der DDR, bekam ich einen Brief von ihm, den er rausgeschmuggelt hatte. Schicken konnte man sowas mit der Post nicht. Und in dem stand, zwei Freunde von mir und ich würden gerne in den Westen fliehen. Wir wissen aber nicht, wie kannst du uns helfen? Und mit dieser Bitte stand für mich die Entscheidung, ihm zu helfen, eigentlich auch fest. Das heißt, ich habe nie sehr lange darüber nachgedacht. Auch mein Bruder Burkhard, der es mit mir gemeinsam gemacht hat, nie lange darüber nachgedacht, ob wir es machen, sondern nur wie. Denn das Ob war für uns klar. Erstens war er mein Vetter. Und in Zeiten, die schwierig sind, ist Familie das wichtigste Netz, das wir noch haben. Entschuldigung, wann war das genau? Welche, ja? Das ist Oktober 73 gewesen. Okay. Und der Fluchtversuch war dann 9 Monate später im Sommer 74. Sie haben Ihren Bruder sofort eingeweiht? Und relativ bald eingeweiht, ja. Weil wir ganz jung waren und keine Ahnung hatten, wie kann man eine Flucht organisieren. Ja, also, wie kann man eine Flucht organisieren? Mhm. Wir wollten es aber auf jeden Fall machen. Ich hätte auch das Gefühl gehabt, wenn ich ihm nicht helfe, mache ich mich schuldig. Es gibt sowas wie eine moralische Schuld, die man auf sich lädt, wenn man einem Menschen nicht hilft, der einen bittet. Natürlich habe ich gewusst, dass ich mich strafbar machen kann möglicherweise, aber das haben wir in Kauf genommen. Und ich brauchte eben die Hilfe anderer Menschen, denen ich vertraute, um so eine Flucht organisieren zu können. Denn mit 19 hat man keine Vorstellung, wie kann man sowas machen. Und wer hat Ihnen dabei geholfen? Das war im Wesentlichen mein Bruder und sehr gute, enge Freunde eigentlich. Welche Optionen standen für Sie? Gab es mehrere Möglichkeiten? Ja, es gab natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben nach zwei Grundsätzen das organisiert. Der eine war, das Ganze sollte so zuverlässig wie möglich klappen. Und der andere sollte so wenig riskant wie möglich sein. Damit schied aus, direkt über die innerdeutsche Grenze zu laufen. Wusste, wie das damals vermint war und Selbstschutzanlagen und alles. Wir haben auch ausgeschlossen, zu versuchen, im Kofferraum eines Autos irgendwie über den Grenzübergang. Wir haben auch ausgeschlossen, in einem anderen sozialistischen Land über die grüne Grenze, sondern wir haben gesagt, wir werden versuchen, in einem anderen sozialistischen Land über einen regulären Grenzübergang mit gefälschten Papieren. Und die eigentliche Herausforderung waren die gefälschten Papiere am Ende. Oberja. Ja. Wie haben Sie das hingekriegt? Also die Geschichte zunächst, die wir uns überlegt hatten, ist, wir tun so, als seien diese drei jungen DDR-Bürger westdeutsche Hippies. Ja, ich was kann nicht, doch folgen. Was nicht sehr schwer war herzustellen. Die hatten genauso lange Haare wie wir damals. Ja. Die unterwegs sind per Autostopp, Bundesrepublik, Österreich, Jugoslawien, Bulgarien. Ja. Da trafen wir uns mit ihnen. Und dann angeblich weiterreisen irgendwie nach Osten ins Haschischglück von Nepal und Indien und Afghanistan. Das war die Idee. Und dazu trafen wir uns, wie gesagt, in Bulgarien und wollten ihnen drei... Wir haben hier die Karte mal aufgeschrieben. Genau. Einmal der Weg vom Cousin mit seinen Freunden. So ist es. Wir kommen also aus die linke Linie aus der Bundesrepublik. Ja. Die kommen die andere Linie aus der DDR und treffen uns in Bulgarien und geben, das war die Idee jedenfalls, und das scheitert im ersten Anlauf, drei gefälschte westdeutsche Pässe. Und die Herausforderung und die Arbeit während dieser 9 Monate Vorbereitung war, wie komme ich an gefälschte Pässe? Ich wüsste nicht mal, wo ich da, ja, wie kommt man an gefälschte Pässe? Also schlecht in den Laden zu gehen und sagen, haben Sie zufällig einen Pass für mich? Passgeschäft. Ja. Passgeschäft, ne? Passgeschäft. Und noch ein paar gefälschte Stempel dazu oder so. Sodass ich einfach habe angefangen zu arbeiten und Not macht erfinderisch, meine Fantasie habe spielen lassen. Geholfen haben uns Freunde. Ich habe einen echten gefälschten Pass dabei von damals.
Das ist also der Pass eines sehr guten Freundes von mir. Das ist ein westdeutscher Pass. Aber das ist jetzt ein Originalpass. Ein original gefälschter Pass. Ein himmelweiter Unterschied. Ach, ich habe gedacht, Sie haben original vorhandene Pässe irgendwie so ist es. Umgemodelt. Ganz genau so ist es. Das ist also der Pass eines Freundes, ja? Den er mir zur Verfügung gestellt hat. Indem ich als ein Leihpass. Ein Leihpass, nicht mal geliehen, denn den konnten sie hinterher nicht mehr verwenden. Denn hier ist schon das falsche Foto drin, das ist das Foto meines Vetters. Ah, ja. Das heißt, wir mussten, und das war recht gut festgeklebt, westdeutscher Verwaltungskleber, das Foto rauslösen. Zweitens diese Ösen aufmachen, was eine ziemliche Herausforderung war. Also kleine Messingröhrchen, die zusammengedrückt sind. Mhm. Und dann kam die eigentliche Arbeit, das waren die Stempel. Das waren drei Stempel, die wir brauchten. Für jeden Pass einen Stempel, der hier unten in der Ecke damals die Fotos abdeckte. Mhm. Dann ein Stempel, mit dem behauptet würde, sie seien schon durch Jugoslawien getrennt. Der war auch gefälscht. Der ist auch gefälscht. Ja. Und dann einen dritten Stempel. Jetzt nehme ich meinen eigenen Pass von damals, um das mal zu zeigen. Der sieht aber auch schon gut gebraucht aus. Hm? Der ist sehr intensiv gebraucht gewesen, mit dem ich einmal um die Welt gereist. Ja. Einen dritten Stempel, und das war dieser. Ja. Das ist ein bulgarischer Transitstempel. Das heißt, die Idee war, die sind gerade im Westen Bulgariens eingereist, per Autostop und durch und reisen im Osten wieder raus. Und dazu woher haben weiß man wir, überhaupt, wie diese Stempel gerade aussehen? Ändern die nicht ab und zu mal? Genau, Sie haben völlig recht. Das ist die Herausforderung gewesen. Und deswegen haben wir immer wieder Probefahrten gemacht. Und das hier sind die... Stempeln lassen, Stempelfahrten nennt man sind das. Die, wollen Sie rüber? Nee, nur ein Stempel. Danke. So war es letztlich. Das ist nämlich der Stempel der letzten Probefahrt. 14 Tage, bevor wir die Flucht organisiert haben, bin ich noch mal durch. Ja. Ja. Hier steht, sieht man, 23. Ja. 25. Ist der jetzt anders? Juno. Und der sah das ganze Jahr so aus, blau-lila. Ja. Und dann sind wir 14 Tage später, um die rauszuholen, reisen ein. Und die haben die Farbe der Stempel geändert. Und die Stempel sind rot-grün. Und wir hatten im Auto drei gefälschte, falsche Pässe für die drei. Aber Sie haben es noch rechtzeitig gemerkt. Wie haben Sie das rechtzeitig noch gemerkt, dass die Farbe sich geändert hat? Wir reisen über die Grenze, haben erstmal Angst. Falsche Pässe. Fliegen wir auf, mein Bruder und ich, in unserem Auto drei gefälschte Pässe für die Freunde. Nein. Also erleichtert, wir kommen durch und dann mache ich meinen Pass auf, blätter da so beiläufig drin rum und sehe, April. Als die anderen noch gar nicht bei Ihnen waren. Genau. Genau. Die haben die Farbe geändert. Ach du meine Güte. Daraufhin haben wir uns mit ihnen getroffen. Die waren schon in Bulgarien. Das denen muss ist doch das wahnsinnig kompliziert gewesen. Ja. Da gab es kein Handy, da gab es nicht auch gar nichts. Das ist also utopisch. Wir hatten uns verabredet an der Schwarzmeerküste in Nessebar. Das war so ein Urlaubsort, was wir nicht wussten. Die Stasi hatte damals schon da ein Außenbüro. Um Bürger, die flüchten wollten, zu überwachen. Aber gleichwohl, das hat geklappt. Wir haben die getroffen. Denen ist das Herz völlig in die Hose gerutscht. Die waren fassungslos, die Armen. Und dann haben wir die Situation versucht, dadurch zu retten, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze nochmal. In 14 Tagen sind wir wieder da. Und dann haben dort gewartet. Dann haben die da gewartet. Ja. Mein Bruder und ich sind zurück in die Bundesrepublik, haben neue Pässe organisiert, neue Stempel reingebracht. Und in dieser Zwischenphase... Stimmt, die kann man ja nicht wieder rausmachen, du musst ja einen neuen Pass wieder... So ist es, wir brauchten neue Pässe von neuen Freunden. Und dass es das erste Mal gescheitert ist, war unsere Rettung. Denn in dieser kurzen Zwischenphase zwischen dem ersten gescheiterten und dem zweiten Fluchtversuch haben wir durch Zufall erfahren, dass bereits damals die Grenzbehörden fluoreszierende Stoffe in ihren Stempeln hatten. Ja. Man kennt das, man geht an die Grenze und da sitzt da einer also hoch, nimmt den Pass, der verschwindet, der hält den unter eine ultraviolette Lampe und dann leuchtet das in allen Farben. Hm. Und das haben wir in der Zwischenzeit erfahren. Das heißt, wenn wir beim ersten Mal durchgekommen wären, wären wir sofort aufgeflogen, alle verhaftet worden. Hm. Und so konnten wir versuchen, in dieser Zwischenphase fluoreszierende Stoffe zu organisieren, was extrem schwer war, wenn man sich vorstellen kann, um die Stempel so zu machen, dass es beim zweiten Mal klappt. Wo haben Sie die bekommen? Wir haben rumtelefoniert durch die ganze Republik und ins Ausland, um zu versuchen, nach dem Motto, ich will ja gerade einen Pass fälschen, haben Sie zufällig fluoreszierende Stoffe für mich, ne? So, ja. Also war nicht so einfach und am Ende sind wir auf eines verfallen. Es gab damals etwas ganz neu in der Bundesrepublik, das waren die sogenannten Markerstifte. Die kennt man, diese Leuchtstifte, die, wenn man so schön leuchten, weil sie fluoreszierende Inhaltsstoffe haben. Ja. Und wir haben am Ende einfach mehrere dieser Stifte genommen, haben die zertrümmert mit dem Hammer. Innen drin ist so ein getränktes Filzkissen, haben die Farbe rausgekloppt, mit unserer Stempelfarbe verrührt und haben dann, ich zeige jetzt übereinander einen echten und unten drunter ist ein, echter und das ist ein gefälschter Stempel. Sieht toll aus. Der gefälschte sieht viel schöner aus. Ja, finde ich auch. Danke, Herr Lippert. Ja. Das finde ich nämlich auch. Ne? Ja, der obere ist viel schöner als der untere, das ist der echte, das ist der gefälschte und damit hat die Flucht dann geklappt. Unglaublich.
haben Sie die Stempel gefälscht? Haben Sie im Schreibwarenladen so ein Stempel? Ja, ich bin ins Stempelgeschäft gegangen, habe gesagt, ich brauche einen gefälschten bulgarischen Transitstempel. Können Sie mir den? Ja, nein. Ein Rohling. Wir hatten Angst, irgendjemand ins Vertrauen zu ziehen, haben es selber gemacht. Also habe ich selber angefangen zu arbeiten. Haben Sie was mit? Ich bin nicht künstlerisch stark, aber immer gern gebastelt als Kind. Mhm. Das hat mir geholfen. Ich habe einen Teil meiner Fälscherwerkstatt dabei. Und zwar, übersichtlich, ja? Na, man weiß ja nicht, was kommt. Und zwar habe ich angefangen mit, was man sich denken kann, Linoleum, hartes Ei, Kartoffel, alles Mist. Ja. Und habe am Ende zum Schnitt dies hier entdeckt. Diese durchsichtigen Radiergummis, die es heute noch gibt, die waren damals auch relativ neu. Ja. Und die kann man ganz fein schneiden. Mit einem Cuttermesser oder was? Das ist ja, und dafür haben wir uns so Bastelmesser besorgt, wie man sie für den Modellbau hat. Das wäre bei uns schon an den Radiergummis gescheitert, so. Die hatten wir nicht im Osten. Ja. Und dann haben wir angefangen, Stempel zu schneiden. Das ist ein nicht sehr gutes Exemplar, aber schon ein erstes, in dem man ungefähr den Stempel erkennen kann. Mhm. Und der ist auch ganz blau geworden, weil wir mit dem viel gestempelt haben. Wie gesagt, mit diesen kleinen Messern geschnitten. Und dann gab es Blanko-Stempelkissen. Die waren eigentlich weiß. Ja. Und da haben wir von der einen Seite die eine Farbe, von der anderen Seite die andere Farbe reinlaufen lassen. Gott. Und das hielt ungefähr eine Viertelstunde, dann war das alles braun. Aber so lange konnten wir abdrücken und in den Pass reindrücken. Die Frau des Passfälschers ist im Publikum. Frau von Fritsch, Sie haben damals gerade Ihren Mann Ihren Freund kennengelernt, 19 Jahre war er alt. Hat er Ihnen das gleich gebeichtet, was er vorhat? Ja. Wie war es so, denn dann nach der ersten Liebe sofort zu erfahren, man ist mit einem Dokumentenfälscher zusammen? Ja, also er hat... In dieser romantischen Phase habe ich gefragt, wann treffen wir uns denn wieder? Und er sagt, das kann sehr lange dauern. Es war etwas ernüchternd. Ich sagte, wieso? Ja, ich komme vielleicht ins Gefängnis. Das war eben direkt nach dem ersten gescheiterten Fluchtversuch, 3 Tage später. Und dann sagte ich so, naja, da kann ich dich ja besuchen. Dann sagt er, ich glaube nicht, das wird weit weg sein, also hinter dem Eisernen Vorhang. Mhm. Und daraufhin hat er mir diese Geschichte erzählt. Da wurde es mir dann doch ein bisschen mulmig. Danke, Frau von Fritsch. Ja. Lassen Sie uns jetzt kurz noch, wir sind ja dann hängen geblieben nach dem zweiten Versuch, über den Rückweg sprechen. Also Sie haben sich sind dann zu den beiden gefahren, die auf Sie gewartet haben. Ja. Und wie ging es dann weiter? Zweiter Anlauf, 14 Tage später. Mhm. Und dann hat es geklappt im zweiten Versuch. Mhm. Wir sind also ausgereist gemeinsam nach Osten, in Anführungszeichen in die falsche Richtung, wieder die Erwartung, in die Türkei, haben mitten in der Grenze einen Indianertanz aufgeführt. Die türkischen Grenzbeamten werden sich gewundert haben. Und sind sofort abgebogen, wenn man sich das vorstellt. Hier ist die Karte, die rote Linie nach Süden, nach Griechenland runter. Großer Umweg. Durch Griechenland durch, übergesetzt über Korfu, über ganz Italien hoch und zurück in die Bundesrepublik, wo die drei seither leben. Was haben Sie zuerst gemacht, als Sie in der Bundesrepublik gelandet sind? Die wollten unbedingt mal einkaufen gehen. Aber das allererste, was ich gemacht habe, ich habe meine Freundin angerufen. Ja, und habe ihr gesagt, wir sind wieder da. Uns ist gut gegangen, alles. Der krönende Abschluss dieser Geschichte ist, dass ich jetzt natürlich sagen muss, dass Sie mittlerweile deutscher Botschafter in Warschau sind. Ja. Wissen die, dass die einen Kriminellen da in der Botschaft sitzen haben? Das ist eine sehr gute Frage. Aus der ganzen sind sie darum Botschafter geworden, weil sie so talentiert sind? Aus der ganzen Geschichte ist ein Buch geworden, die Sache mit Tom. Und die haben wir im vergangenen Jahr ins Polnisch übersetzt, unter dem schönen polnischen Titel Stempel do Wolności, Stempel zur Freiheit. Und das hat eine ungeheure Wirkung erzielt, weil man sagt, erstens Respekt, das finden wir toll. Und zweitens, das ist eigentlich nicht deutsch. Also Pässe fälschen, das machen die Deutschen nicht. Das gehört sich nicht. Die Polen, die sind mutig. Ja, die probieren immer auch die Freiheit. Nicht? Das heißt, die ganze Geschichte hilft heute auch noch im deutsch-polnischen Verhältnis ein bisschen Vorurteile und Stereotypen abzubauen. Und von daher ist sie noch mal zusätzlich schön, finde ich. Sie hat auch nie jemand gefragt beim Einstellungsgespräch, sind Sie irgendwann mal kriminell auffällig geworden? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe natürlich alle möglichen Sicherheitsüberprüfungen über mich ergehen lassen, um Diplomat zu werden. Und nichts deckte diesen einen Sachverhalt ab. Und man hat letztlich eine Frage nicht gestellt, die man stellen müsste. Gibt es irgendetwas, was Sie glauben, in Anbetracht unserer Interessenlage, uns noch erzählen zu müssen? Dann hätte ich, denke ich, zugegeben, ja, ich habe eine kleinkriminelle Vergangenheit.
Und es freut mich, Sie treffen sich regelmäßig, Sie haben regen Kontakt miteinander. Bis heute ist eine ganz intensive, tiefe Freundschaft bis heute. Eine ganz besondere. Wir treffen uns ganz regelmäßig, ein-, zweimal sowas, alle paar Jahre. Und werden uns nächstes Jahr, haben wir beschlossen, wenn es 40 Jahre her ist, in Bulgarien treffen. Herrlich. Ja. Vielen Dank und wirklich bei allem Spaß, den wir hatten, nicht zu vergessen, was das für eine Zeit war. Danke dir. Und was Sie riskiert haben. Jetzt wieder zu den süßen Seiten und den nicht so anstrengenden Seiten des Lebens. Jetzt zu einem Gast, den Lippi und ich auch, glaube ich, noch persönlich kennen, aus dem Palast der Republik. Dort war er Kellner und Gastrochef. Das war das erste Haus am Platz in der DDR. Dort hat nicht nur die Volkskammer residiert, sondern auch die besten Restaurants, tollsten Showbühnen. Ja, klar. Ja, herzlich willkommen, Roland Albrecht. Wolfgang, hallo. Hallo, Tag. Aber ich würde mal sagen, wir schenken jetzt erstmal auch ein beliebtes Getränk für Herrn von Fritsch. Herr Lippi und das ich haben schon. Das im Westen. Ja, ja, das ist ein Getränk der 80er. Absolut. Nicht nur ein Getränk der Ossis. Wird wieder ganz modern. Ja, aber bei uns waren die Becher aus Schokolade, nicht aus Waffeln. Ja, die haben wir nicht bekommen. Wir haben die originalen Ost-Ost-Schokolade. Darf ich dir das abnehmen? Dann kannst du schon loslegen. Das kann ich schon mal fragen. Ja. Also, wir waren ja eh schon sehr privilegiert als Berliner, aber im Palast der Republik gab es wirklich Dinge, die es sonst selten oder gar nicht gab. Ja, man muss so sagen, es gab alles das, was auf der Karte stand. Und, das ist schon mal was. Ja. War auch nicht ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das war ja was, denn, wenn da Rumpsteak oder irgendwas auf der Karte stand oder Filetsteak, das gab es also die ganze Zeit auch so lange, wie es auf der Karte stand. Es wurde nicht ausgesagt, also es gab es nicht. Es gab kein Gericht, was auf der Karte stand, was alle war. Es war ja auch das erste Reiseziel der Leute aus der Umgebung von Berlin, aus dem ganzen Land. Haben die dann schon mal gemosert und haben gesagt, ey, was bei euch alles gibt, das gibt es bei uns nicht? Eigentlich, wir haben immer nur die positiven Dinge abgekriegt. Ja. Also die Leute waren, oder die Gäste waren sehr dankbar, obwohl sie manchmal 2 Stunden vor der Tür gewartet haben. Anstehen war natürlich sowieso Pflicht, aber das waren wir ja gewöhnt, da hat sich ja schon gar keiner mehr drüber aufgeregt, oder? Nein, Sie werden platziert. Genau, nicht mein Revier. Das sind hier die ganzen Speisekarten, also so Beispiele aus diesen Getränkekarte. Herrlich. Kannst du ja mal auch reingucken, Lippi? Ja, gerne. Oh, was? Schaumwein, Rotkäppchen, 32 Mark, war schon ein ganz schöner Preis. Oh ja. Man muss sagen, man hat in Berlin für eine Wohnung ungefähr Monatsmiete zwischen 50 30, 70 Mark bezahlt. Da war eine Flasche Schaumwein für 30, hätte man einen Monat lang leben können dafür. Ja. Und teurer als sowjetischer Sekt. Ja, teurer. Ja. Sowjetischer Sekt musste aus politischen Gründen billiger sein, oder? Wahrscheinlich. Ach, der war billiger als der Rotkäppchen? 60 Pfennig. Ja. Also hier Wachteleierbrühe. Kalmarsalat. Was ist ein Kalmarsalat? Kalamares vielleicht? Kalamares. Sowas? Ja, wahrscheinlich. Das hattet ihr alles da oder gab es auch mal Namen für Dinge, die das aber gar nicht beinhalteten, was da drin war? Doch, sowas hat man auch. Sowas hat was man auch zum Beispiel? Wir hatten mal einen Empfang in der Volkskammer für einen Präsidenten eines nordischen Landes. Ganz kleine, familiäre Geschichte. Das ist wahrscheinlich gar nicht dabei. Doch, ich glaube, ja. Kleine, familiäre Geschichte. Ja. So 8 bis 12 Gäste maximal war das. Und es sollte zu Beginn einen Hummercocktail geben. Finnland? Ja, aber das war nicht der Empfang. Ach so, das war okay. Es sollte einen Hummercocktail geben. Der Hummer wurde besorgt im KTW oder wo auch immer. der Koch damals, mit dem ich heute noch ganz gute Verbindung habe, hat das vorbereitet, hat seinen Arbeitsplatz gemacht. Und wie das bei so politischen Gesprächen ist, die der Herr Sindermann geführt hat, war das immer nicht ganz so abzuschätzen, wann das ist. Hat also alles Sindermann, vorbereitet. Mitglied der Volkskammer? Präsident der Volkskammer. Schon eine Weile, hatte den Hummer gemacht, die Cocktailsoße alles bereitgelegt und ist eine Zigarette rauchen gekommen. Und als er wieder kam, war der Platz aufgeräumt, der Hummer war weg. Nein. Der Lehrling hatte den Auftrag erhalten von einem anderen Sous-Chef, das wegzuräumen, den Arbeitsplatz, der wusste das nicht. Und wir hatten damals so Alexanderwerk, nannte man das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee.
Da wurde der Abfall in so Behälter gegeben. Habt ihr das rausgeholt wieder? Nö. Nee, der war ja weg. War ja der hat das weggeschmissen. Geschreddert schon. Geschreddert mit Wasser versetzt. Ja. Hummer für die Schweine. Sozialismus pur. Ja, gleiches Recht für alle. Weißt genau. Ja, wie haben Sie darauf reagiert? 20 Minuten später sollte serviert werden und zufällig stand dann Heilbutt auf der Karte. Da habe ich gesagt, nimm mal doch ein Stück Heilbutt, zerpflucken den. Ja. Und machen einen Hummercocktail draus. Und machen Hummercocktail draus. Und hat's geschmeckt? Keine Probleme. Keine Probleme. Es gibt aber auch falschen Hasen. Ja, gibt es immer auch falschen Hummer. Jetzt erklären Sie doch mal bitte, wir arbeiten uns mal wie von der Vorspeise Nummer 1 vor. Soljanka, was ist das bitte? Also Soljanka hat man auch gesagt, Küchenkold. Ja. Gab es in der ganzen Republik damals, war sehr beliebt, Resteverwertung. Vom Ursprung her aber alles, was ein ganz gehaltvolles ist. Gericht der russischen Küche. Ja. War, wenn man das so nach den Originalrezepten kocht, wunderbar. Lecker. Und heute immer noch bei uns beliebt, wenn es... Also mit Wurstresten, mit saurer Gurke, mit Zwiebeln. Sahne, viel Sahne. Ich wollte gerade sagen, es gab immer noch so einen Blub da oben drauf. Ja, ne? Wir hatten auch einen Blub. Ein Blub. Das ist ein Würzfleisch. Im Westen hieß das Ragoufin. Das. Aber unseres hat sich nicht unwesentlich unterschieden vom Ragoufin. Oh, doch, ganz wesentlich. Aber der Witz dabei ist, dass dieses Gericht ja in Berlin erfunden worden ist. Von Escoffier in seiner Zeit als Küchenberater beim Adler war. Ach so. Ja. Aber das Würzfleisch ist mit des Ragoufins mit Kalbfleisch, ne? Das Originalrezept ist halb Kalbfleisch, halb Hühnerfleisch. Ja. Mhm. Mit Trüffel, mit Spargel, Flusskrebsen, Champignons und oben ein gebackener Hahnenkamm. Ja, drüber gibt es heute nicht mehr. Und das zu DDR-Zeiten war entweder aus Geflügel oder aus Schweinefleisch. Ohne Krebsfleisch natürlich. Ohne Krebsfleisch, ohne Trüffel. Alles, ohne Trüffel. Dann haben wir hier das berühmte Jägerschnitzel. Da unterscheidet sich das DDR-Jägerschnitzel auch vom Westjägerschnitzel. Das ist das. Hm. Ja. Ja. Die Form stimmt nicht ganz, das war rund. Das war rund. Das war die Jagdwurst. Bei uns war es panierte Jagdwurst. Panierte Jagdwurst. Im Westen war es was ganz anderes, da war es, glaube ich, wirklich ein richtiges Steak. Ein Steak Natur mit Pilzsoße. So. Herr Freiherr von Fritsch, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich ein Gericht auszusuchen, weil wir kennen, Lippi und ich zumindest, wir drei kennen die ja alle. Ja, was ein würden Wahlessen Sie gerne, sozusagen. Wahlessen, was würden Sie gerne essen? Bin ich sofort bei der Soljanka. Bitte. Ja, absolut. Haben Sie gut gemacht. Das ist ja schwierig. Ja. Passen Sie bitte auf, weil die Flecken kriegt gerne. Man nicht mehr raus. Nee, Lippi, was hättest du gerne? Ich warte noch, bis sich der Gastronom entschieden hat. Dann haben wir noch den Schweden-Eisbecher. Esse ich heute immer noch gerne Vanilleeis mit Apfelmus. Dann sollst du den haben. Dann nehme ich den. Das ist keine Erfindung der DDR. Gut. Auch nicht? Nee. Was haben wir denn nur erfunden von den ganzen Gerichten? Also keinen Hund zum Beispiel hat man besten auch. Den gab es bei euch auch? Ja, ja. Meine Mutter immer gemacht, klar. Ja. Sie haben mittlerweile mehrere Restaurants in Berlin. Tja. Unter anderem das berühmte und sehr erfolgreiche Zander. Und vor allem ist es da sehr lecker im Prenzlauer Berg. Schön, dass Sie heute ein bisschen mit uns erzählt haben. Und bitte suchen Sie sich was aus. Lippi, komm, du bist unser Gast. Jetzt sag doch mal. Ich würde lieber von dem kalten Hund kosten, um ehrlich zu sein. Ja, mach doch mal. Kalten Hund. Also dann teilen wir bitte den kalten Hund. Ich habe jetzt blöderweise keine Teller hier unten. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich meinen nächsten Gast. Von diesen Geschichten haben Sie bestimmt schon öfter gehört, aber es ist unfassbar. Mein nächster Gast wurde kurz nach der Geburt von ihrer Zwillingsschwester getrennt. Sie wussten 26 Jahre nichts voneinander, bis glücklicherweise nach der Wende die beiden zueinander gefunden haben. Herzlich willkommen, Cornelia Holzbrecher. Nur wirklich Männer mit Benehmen heute auf der Bank. Haben wir auch nicht immer. Nee? Nee, haben wir nicht immer. Ja, will ich keinen Namen nennen. Möchten Sie ein Eierlikör? Möchtest du ein Eierlikör? Oder vielleicht auch so ein schönes Ostgetränk? Club Cola, ne? Club Cola auch. Ja, lecker. Ja, super lecker, ne? Ja, sehr lecker. Möchtest du eine? Ja. Gut. Denn irgendwann hat natürlich auch unser Ministerium gesagt, was die im Westen mit der Coca-Cola, das machen wir nach. Und dann gab es immer so einen Spruch. Angola? Was halten Sie von Angola? Da hat er gesagt, er antwortet, Angola könnte man durchsaufen. Den haben wir aber auch lange nicht mehr gehört. Schön, dass du den nochmal ausgegraben hast. Cornelia, fühl dich bitte wie zu Hause jetzt zu deiner spannenden Geschichte. Wir lassen was übrig.
Die müssen super. Nicht schnell sprechen. Also du hast hier auf jeden Fall noch ein Ragout zur Auswahl, ein Würzfleisch und ein Jägerschnitzel, das nicht rund ist. Und ein kalter Hund. Und ein kalter Hund. Eure Eltern haben euch zur Adoption oder die Mutter kurz nach der Entbindung freigegeben. Dann wart ihr in einem Kinderheim in der ehemaligen DDR und wurdet kurz darauf getrennt voneinander adoptiert. Genau, also wir sind in Thüringen geboren beide, sind dort in ein Kinderheim gekommen, sprich Säuglingsheim. Ja, und lagen dort auch in einem Bettchen und irgendwann wurden wir getrennt. Das heißt, die Eltern meiner Schwester sind gekommen und da stand nie zur Auswahl zwei Kinder, sondern in einem separaten Raum wurden die geführt und da lag meine Schwester mit ihren Papieren auf dem Bauch. So, dass die gar nicht wussten, dass ich existiere. Deine Schwester ist dann mit ihren Eltern, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, in den Westen gekommen. Genau. Und du bist im Osten geblieben bei der Familie, die dich adoptiert hat. Dadurch habt ihr natürlich nie was voneinander erfahren. Deine Eltern, ich versuche das nur zu rekapitulieren, was ein bisschen schwierig ist, deine Eltern haben überhaupt nichts gewusst von der Existenz? Ich muss dazu sagen, in dem Heim damals, es war ja immer Schweigepflicht. Mhm. Aber da gab es eine Krankenschwester und ich denke, die hatte das Herz schon am rechten Fleck. Mhm. Das heißt, als meine Schwester abgeholt wurde, hat die dann so beiläufig erwähnt, im Zimmer daneben liegt noch einer. Und da hat der Vater meiner Schwester gesagt, ja, können wir die denn mal sehen? Mhm. Und die hat sie dann auch heimlich hingeführt und dann sagt er, ja, das sind ja Zwillinge. Mhm. Ja. Und die haben auch versucht, mich 14 Tage später dazu zu holen. Die Eltern deiner Schwester? Die Eltern meiner Schwester. Ja. Und warum aber, haben die das nicht geschafft? Ja, dann war die Auskunft, ich sei schon weg. Ach. Was aber nicht stimmt, da ich erst 2 Monate später adoptiert wurde. Also das sind irgendwelche 2 Monate noch völlig unklar. Wissen Sie, warum man das nicht wollte, dass Zwillinge adoptiert wurden von einem Elternpaar? Ich weiß es nicht. Also da sind wir noch am Recherchieren. Ja. Das will ich noch irgendwie rausfinden. Also jetzt wieder zu dem Tag eurer ganz kurz. Ja, bitte. Und als meine Eltern mich holten, da war die Schwester ja nun schon weg. Dann war die gleiche Krankenschwester. Und dann so räusperte auf dem Gang, jetzt wird die zweite geholt. Und da haben meine Eltern gefragt, wie die zweite? Das ist Schweigepflicht. Aber von daher wussten meine Eltern, irgendwann im Leben könnte vielleicht mal was kommen oder auf sie zukommen. Haben das aber nicht forciert, weil das war ein Satz, den man vielleicht auch irgendwann vergisst. Vielleicht erinnert man sich auch erst später wieder daran, dass einem das überhaupt jemand gesagt hat. Dann haben Sie das erste Telefonat mit Ihrer Schwester geführt. Oh ja. Wie lief das denn also, bitte? Weiß nicht, sie hat angerufen und es ging nur Conny, Uli und dann liefen natürlich erstmal die Tränen richtig lange. Und die Stimme, das war so vertraut, also wie meine Stimme, ganz genauso, ja. Ja, und dann, nachdem wir uns so ein bisschen beruhigt hatten, haben wir erstmal abgecheckt. Ja, wie siehst du aus? Blonde Haare, ja, ich auch. Und blaue Augen, ja, ich auch, ja. Und so, und ich dachte, also jeder von uns dachte, na, die andere ist bestimmt die Vernünftige und Ruhige. Ja, aber war nicht so. Also wir haben alles abgeklärt. Es war total gleich. Was war alles gleich? Wir hatten damals beide 2 Kinder, im gleichen Jahr geboren, die Kinder. Also sprich, beide die Kinder mit 19 bekommen. Die Blinddarmoperationen waren gleich. Und im gleichen Jahr, Blinddarmoperation. Ja. Duplizität der Ereignisse. Ja. Dadurch ist ähnlicher Berufsweg? Ja, natürlich. Ach auch so? Das. Was denn, was machen Sie? Mediengestalter sind wir beide. Ach so. Unglaublich. Jetzt sind wir zusammen selbstständig und haben eine Firma zusammen. Ach, sehr toll. Und dann gab es das erste Treffen. Das hat doch bestimmt nicht so lange auf sich warten das lassen. Das erste Treffen noch nicht. Wir haben nun telefoniert und dann hieß es sofort, nach dem Auflegen kommt ein Foto und ein Brief und wir schicken uns das. Jetzt wollte man ja den Beweis. Ja, natürlich. Und noch an diesem Tag haben wir das gemacht. Genau. Und also, man fasst es nicht. Zeigt mal die Fotos bitte. Herrlich, ja. Es ist ja unglaublich, oder? Wir beiden ähnlich. Also es war von einem Treffen von euch, das sind jetzt nicht die Fotos aus dem Brief, aber identisch, ne? Ja. Unglaublich. Dann das erste Treffen. Bevor du darüber erzählst, haben wir ein Originaldokument da. Oh Gott. War das dein Papa, der gefilmt hat? Ja, aber der war so aufgeregt. Ist da egal, ging nur noch die aber Kamera wir haben runter. Die Bilder der ersten Begegnung da. Egal, wie sie aussehen. Fein. Das Wiedersehen der Schwestern nach 26 Jahren. Unglaublich. Auf euch beide ist dann auch ein Forscher aus den USA aufmerksam geworden, eine Zwillingsforscher. Was haben die eigentlich rausbekommen mit diesen eineigen Zwillingen? Wart ihr das erste Paar, das er hatte, was getrennt wurde nach der Geburt? Was er untersucht hat, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die Kinder aufweisen?
Ich denke nicht, dass wir das erste Paar waren. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber ja, für uns war es total spannend, weil wir fanden ja schon alles gleich. Und nun aus der Sicht der Wissenschaft das nochmal zu bestätigen, ja, das war natürlich richtig gut. Was hat die Wissenschaft bestätigt? Also definitiv wurde uns gesagt, und das sehen wir genauso, dass die Gene einfach überwiegen. Das ist so, Erziehung kann beeinflussen, sicher auch eindämmen das Ganze. Und aber letztendlich knallen die Gene durch. Super, dann brauche ich auch mein Kind gar nicht weiter zu erziehen. Ist nee, eh zwecklos. Weißt du, was macht man sich für Mühe? Was macht man sich für Mühe? Kann sich immer rausreden. Die Gene. Meine Damen und Herren, und ich glaube, das verbindet auch Lippi und mich. Wir lieben Musik, weil Musik eigentlich schon immer, auch wenn die Mauern noch standen, immer die Menschen in Ost und West verbunden haben. Und viele Künstler haben es geschafft, Ost und Westen zu verbinden. So auch eine Band, die ich heute eingeladen habe, für uns im Nachhinein erst zum Wendehit geworden. Aber dabei ist das Lied schon viele Jahre alt, 1974 entstanden, 1980 von Peter Maffay gecovert, weit vor der Wende. Und dann gab es sozusagen eine Einheit vor der Einheit musikalisch. Hier ist die Gruppe Karat mit über 7 Brücken, aber vorher reden wir natürlich miteinander. Herzlich willkommen! Ich habe die Kurzvariante gesprochen, wie wir alle Ossis das Lied heißt, natürlich über 7 Brücken musst du gehen. Das muss jeder. So viel Zeit muss sein. Sag mal, habt ihr euch überhaupt gedacht, ich frage jetzt Bernd erstmal, weil zu dieser Zeit warst du noch nicht der Sänger der Band, sondern dein Papa, unvergessen, der Herbert Dreilich. Habt ihr euch überhaupt ausmalen können, dass das Ding mal so ein Hit wird? Niemals. Weil damals wurde zeitgleich der König der Welt aufgenommen. Das war so eine Innerband-Hitparade. Und der König war für uns immer eigentlich der Favorit. Und spätestens nach dem Schlagerfestival in Dresden, da war uns klar, 7 Brücken hat was ganz Besonderes. Und dann habt ihr ja 1980 auch noch erfahren, dass der Peter Maffay sich des Liedes angenommen hat. Hat er euch gefragt oder hat er das einfach gemacht? Er hat uns auch gefragt. Wir waren damals auf Tour. Schon im Westen, muss man sagen, Gott sei Dank. Wir haben in Wiesbaden gespielt, in der Wartburg. Und dort hat er uns besucht beim Konzert. Und ja, war auf Anhieb eigentlich eine ganz tolle Sympathie. Und hätte gar nicht Fragen brauchen. Aber er hat es kumpelhaftig getan. War er zufrieden mit der Coverversion? Total, natürlich. Er hat das anders angepackt wie wir natürlich. Aber das muss man ja auch. Und war wirklich toll. Schön. Ganz besonders das Saxophon-Solo hinten raus. Saxophon-Solo hinten raus. Das war im Westen schöner als bei euch. Claudius, nach dem Tod deines Vaters bist du sozusagen nachgerückt. Keiner hätte von uns gedacht, dass du diese Lücke so füllen kannst, auf deine eigene Art und Weise und natürlich mit dem geerbten Timbre, sage ich das richtig, Lippi, des legendären Vaters. Wie hast du den Tag der Wende erlebt? Ich war zu der Zeit in Saarbrücken, denn ich bin schon 1986 ausgereist und habe die Wende verpennt. Weil du vorher gemuckt hast, den Abend vorher? Nein, gar nicht. Ich habe ganz viel getrunken, muss ich dazu gestehen. Denn ich hatte gerade eine Prüfung bestanden. Ganz der Papa, ne? Ganz der Papa, ne? Die Gene. Aber es wäre auch blöd, wenn ich lügen würde, Nein. oder? Also von daher, wir haben viel gefeiert und ich habe das wirklich richtig dolle verpennt und bin erst morgens um 6 wach gemacht worden, als ein Cousin aus Halle an der Saale plötzlich mit seinem Trabi bei mir vor der Tür stand. Unglaublich. Jetzt dürfen die auch noch zu uns alle. Was habt ihr am 9. November gemacht, 89? Wir waren kurioserweise im Studio bei einer CD-Produktion mal wieder und das war eine Kooperation mit einer Westplattenfirma, weil Amiga nicht genug Geld hatte. Und wir wollten heimlich eine Version draufbringen, wo Peter und Herbert das zusammen singen, diese 7 Brücken. Und ich habe das gelesen und ich dachte wirklich, das ist eine Presseente. Nee. Es kann doch nicht sein, dass ihr am 9. November dieses Lied gesungen habt. Und wir haben im Studio die Streicher dafür aufgenommen, in der Brunnenstraße, also unweit der Mauer. Und wie die Produktion zu Ende war, liefen die alle so mit ihren Köfferchen so an so einem Tresen vorbei. Da stand ein ganz kleiner Junos-Fernseher. Die aus dem Osten kennen das vielleicht noch, ein kleiner Russen-Fernseher. Und da lief die Pressekonferenz mit Schabowski.
Man hat nicht viel verstanden, aber man hat gespürt, hier ist irgendwas im Busch. Hier passiert irgendwas. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen auf der Couch. Und wir hätten... Ihr dürft schon mal euch so ein bisschen hier so eingrooven, die Mikros hinstellen. Wir hätten gerne ein ganzes Symphonieorchester hier gehabt, weil die haben nämlich gerade die Jungs von Karat mit dem Philharmonischen Orchester Kiel ein tolles Album aufgenommen, nämlich ihre größten Hits. Philharmonie passt leider nicht rein. Jetzt hören Sie das Lied nochmal im Original mit dem Claudius oder mit dem fast Original. Aber wenn Sie es symphonisch hören wollen, einfach Album kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf und jetzt haut rein, Karat.